Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Barbecue Tina. Heute gibt es eine sensationelle Beilage zum Beispiel für ein Steak oder einfach so ein Gericht vom Grill mit Nudeln. Und zwar gibt es Nudeln mit Schmorzwiebeln, bisschen Parmesan, Sahnesoße. Was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dazu frische Pasta. Ihr könnt auch wenig kochen von der Minutenanzahl her, also von der Garzeit her, nehmen, die so 4, 5 bis 6 Minuten brauchen. Dann Parmesan, Zwiebeln, Sriracha-Soße. Wir haben eine schöne scharfe und ein bisschen Rinderfond und natürlich Sahne, Salz, Pfeffer und das war's schon. Mein Grill hat schon die 130 Grad. Eine vorgeheizte Pfanne steht bereits drin. Und das wird eine schöne One-Pot-Geschichte. Schön Butter. Ich habe noch ein bisschen Restkräuterbutter gehabt. Ansonsten normale Butter. Zum Schmelzen bringen. Dann können wir gleich die Zwiebeln damit zufügen. Schön rühren. Ich zeige euch mal schnell meine Beilage zu der Pasta. Wird ein kleines Tomahawk-Steak. Ich glaube, das passt sehr gut zu der Pasta. Und ich verlinke euch nochmal, weil ich grille es auch gerade rückwärts. Ich habe es euch ja schon mal gezeigt und verlinke euch hier nochmal das Video dazu. Die Zwiebeln sind jetzt schön in der Butter geschmort und jetzt machen wir ein bisschen schön scharfes Nüsschen drauf. Rühren das um. Lass uns nochmal kurz ein bisschen weiter schmoren. Haben wir es noch ein bisschen schmoren lassen und das alles aus einer Pfanne, ne? Jetzt geben wir einfach noch ein bisschen Gemüse, Rinderfond ist es und Kochsahne dazu. Ich rühre das jetzt einmal noch mal schön durch. Das gefällt mir schon sehr gut. Lass es ein bisschen heiß werden und dann können wir den Parmesan dazu packen. Es ist jetzt schon schön erhitzt und jetzt hebe ich den Parmesan drunter, rühre den ein bisschen durch. Das waren so 120 Gramm. Dann lasse ich das noch ganz, ganz kurz aufköcheln und dann packe ich die frische Pasta dazu, weil die braucht nur 5 bis 6 Minuten und dann gart die in dieser Soße hier. Der Parmesan hat sich jetzt total gut verteilt hier drin. Ihr seht, es ist jetzt noch ein bisschen flüssig und genauso soll es sein, weil jetzt kommt ja die frische Pasta dazu. Und die können wir jetzt einfach hier als Nester reinlegen, bisschen verteilen und dann gart die ganz toll in der Soße. Und schon habt ihr ein ganz, ganz tolles, schnelles One-Pot-Gericht. Ich drücke es hier noch so ein bisschen rein, rühre es aber auch gleich noch mal ein bisschen unter. Aber erstmal kann es so 3 Minuten so ziehen. Richtig schön aufgekocht. Und jetzt drehen wir die ganzen kleinen Mäuse hier drin mal, damit sie auch von oben gar werden. Aber ich merke schon, wie weich sie geworden sind. Also das ist schon mal eine feine Geschichte auf jeden Fall. So. Dann lassen wir das mal ein bisschen einziehen. Dann geht das gleich los. Da ist sie, meine One-Pot-Pasta. Schön mit geschmorten Zwiebeln. Ihr seht es hier, es ist herrlich. Die Pasta ist durch. Ich mache schnell mal so einen Geschmackstest. Toll. Ich mache jetzt einmal noch schön
Pfeffer drauf. Salz braucht es nicht durch den Parmesan. Und ein paar Zwiebelchen. Zack, fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Super schnelles Rezept. Macht es als Beilage, als Hauptgericht, so wie ihr möchtet. Bleibt dran, Daumen hoch. Jetzt kriege ich das Läuten wieder zum Schluss. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.